Der Rathausmarkt. Heute schwarz-weiß kariert. Mittendrin im Schulschachspektakel sind die Zweitklässler der Karl-Götze-Schule aus Großborstel. Sie wollen den Pokal für das rechte Alsterufer mit nach Hause nehmen, haben die unterschiedlichen Züge im Matheunterricht trainiert. Es gibt Kuss des Todes, Grundreinmatt, Schäfermatt, Treppenmatt gibt es ja auch. Und es gibt dann noch die Rochade, aber es ist kein Schachmatt. Man muss nur so 50% gut sein, damit man einmal Schachmatt setzen kann. Aber ich und mein Team und meine ganze Klasse zusammen sind so 1500% gut. Das Alsterufer-Turnier ist Tradition seit 1958. Erst zum zweiten Mal findet es auf dem Rathausmarkt und unter freiem Himmel statt. Ein Risiko. In der Nacht hatte es noch Gewitter gegeben. Ich konnte heute Nacht ehrlicherweise nicht mal schlafen, weil ich immer nur die Blitze einschlagen gesehen habe und dachte, oh Gott, wenn die Zelte wegwehen, wenn unsere Tische umfallen, hoffentlich regnet es morgen nicht durch. Man plant so lange und es wäre wirklich traurig gewesen, wenn das ins Wasser gefallen wäre, das Turnier. Die Bedingungen sind heute ideal. Wer sich traut, kann sich beim Simultanschach mit einem echten Großmeister messen. Für das Team der Karl-Götze-Schule läuft es gut. Die Kinder gewinnen alle Spiele in der Hinrunde. Ihr Alsterufer hat die Nase vorn, aber nur ganz leicht. Was ich wirklich schön daran finde, ist, dass es ein Spiel ist, bei dem man alles in der eigenen Hand hat. Man kann niemals hinterher sagen, ach, der Schiedsrichter hat mich verpfiffen, ich musste gegen die Sonne spielen oder irgendetwas. Es ist alles deine eigene Leistung, die du beim Schach bringst. Am Ende zählt die Gesamtwertung. Sieger ist das linke Alsterufer. In alter Tradition. Jeder verliert mal, jeder gewinnt mal. Das ist gar nicht so schlimm. Sportsgeist, auch das lernt man beim Schach. Eine neue Chance auf den Wanderpokal gibt es im nächsten Jahr.